Liebe Freundinnen und Freunde, als ich gestern und heute früh in die Halle kam, wurde mir bewusst, wie sehr wir uns als Sächsische Bündnisgrüne in den vergangenen Jahren verändert haben. Ich freue mich, viele neue Gesichter in den Reihen zu sehen und vermisse die vielen alten Weggefährtinnen. Es ist aber kein Wunder, denn wir sind in den letzten Jahren so gewachsen und seit letzter Woche 3000 Grüne in Sachsen und können deswegen eben auch heute so viele neue Delegierte begrüßen. Daher gestattet mir ein paar Worte über mich für die, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich bin schon seit 2002 bei den Grünen. Ich war 7 Jahre Kreisgeschäftsführer, bin dann 2009 Stadtrat geworden, war bis 2019 Fraktionsvorsitzender und bin aktuell euer Landessprecher in Sachsen. Seit ich denken kann, bin ich Bündnisgrün und komme aus einem Familienumfeld, das in der Bürgerbewegung der Friedlichen Revolution in Leipzig aktiv war. Das hat mich geprägt und ich lernte früh, was es bedeutet, Unrecht und Gerechtigkeit gegeneinander abzuwägen und dass eben das nicht selbstverständlich ist. Und das treibt mich an, eine Gesellschaft zu gestalten, in der die Interessen aller, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, gegeneinander gerecht abwägt, zu einer bestmöglichen Lösung kommt und unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Zukunft hinterlässt. Aber das ist nicht so einfach, liebe Freundinnen und Freunde. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff und sie überdeckt alle anderen Probleme, die es für die Zukunft der Zeit zu lösen gilt. Jedoch, die Zeit steht nicht still. Klimakrise, Artensterben, Angriffe auf unsere Demokratie, strukturelle Probleme unserer Wirtschaft, schwindender Zusammenhalt und wachsende Ungleichheit haben nicht pausiert, sondern sie schreiten voran. Und mal ehrlich, die letzten 16 Jahre waren auf Bundesebene verlorene Jahre für den Klimaschutz und die sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Und genau deshalb hat Annalena vollkommen recht, als sie am Montag sagte, die Politik muss über sich hinauswachsen. Und gerade deswegen legen jetzt so viele Menschen ihre Hoffnung in unsere Hände und wollen uns wählen. Und sie vertrauen darauf, dass wir als Bündnisgrüne die Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit haben, dass wir eine andere, eine konsequente Klimapolitik machen und dass wir als Grüne die Fahne der Demokratie und der Mitmenschlichkeit hochhalten. Diese Hoffnung auf eine bessere Welt dürfen wir nicht enttäuschen. Wir als Grüne haben die Verantwortung, unser Land nach der Bundestagswahl in eine andere Richtung zu führen. Und das mit Annalena Baerbock als Kanzlerin. Mit diesem Ziel, liebe Freundinnen und Freunde, stehen wir aber zum Glück nicht allein. Der Enthusiasmus und die Radikalität der Straße pusht uns. Umweltverbände, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Sozialverbände kämpfen an unserer Seite. Und selbst einige Vertreterinnen der Industrie und des Handels haben begriffen, dass wir so nicht weitermachen können. Es ist unsere gemeinsame grüne Aufgabe, mit Ihnen Bündnisse zu schmieden. Denn gemeinsam mit euch, den vielen engagierten Mitgliedern und den Verbänden und dem Druck der Straße für eine andere Klimapolitik, die konsequente Verfolgung des 1,5-Grad-Ziels, können wir es schaffen, der Politik in diesem Land den entscheidenden Richtungswechsel zu geben. Und dazu möchte ich im Bundestag für euch meinen Beitrag leisten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe über Jahre bewiesen, dass ich für unsere Inhalte und als Bündnisgrüne Partei streite und mit meiner Erfahrung Politik auch umsetzen kann. Auf kommunaler Ebene habe ich in 12 Jahren Stadtrat Erfahrung in der Umwelt-, Ordnung-, Sozial- und Finanz- und Sportpolitik gesammelt, die Fraktion als Fraktionsvorsitzender 7 Jahre erfolgreich geführt und als Landesvorsitzender diverse Landesarbeitsgemeinschaften betreut und gegründet und einen erfolgreichen Landtagswahlkampf geführt und die erste grüne Regierungsbeteiligung in Sachsen mitverhandelt. Wenn wir im Bund erfolgreich regieren wollen, kann uns meine Erfahrung im parlamentarischen Prozess von Nutzen sein. Denn wir haben keine Zeit, in der Opposition zu üben, sondern wir müssen sofort effektiv funktionieren. Die Koalitionsverhandlungen beginnen gleich nach der Wahl. Und nicht alle Bündnisgrünen im Bundestag bearbeiten Klima- oder Migrationspolitik. Nicht immer wird das eigene Herzensanliegen auch das zu bearbeitende Politikfeld. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich gern der Sportpolitik im Bundestag widmen. Wohlwissend als Mitglied der BAG Sport, dass auch hier viele Grüne Ansprüche anmelden. Die Sportpolitik, und ich höre das Gelächter, ist gemeinhin ein unterschätztes und meist belächeltes Feld. Aber gerade hier sind so viele unserer grünen Kernanliegen so präsent und es gibt so viel zu tun.
Energieeffizienz bei Sportbauten, Nachhaltigkeit und Antikorruption bei Großsportveranstaltungen, aber auch die vielen gesellschaftspolitischen Themen in der meist rückständigen Sportpolitik kommen zu kurz. Gleichstellung, Diversität, Antidiskriminierung, Antirassismus und nicht zuletzt Gewaltprävention vor allem bei Kindern und Jugendlichen müssen wir viel stärker voranbringen. Doch vielleicht hat diese Rückständigkeit auch damit zu tun, dass Sportpolitik fast immer im Innenministerium gemacht wird und es Zeit für die erste grüne Innenministerin wäre. Denn das, wissen wir in Sachsen sehr genau, würde nicht nur der Sportpolitik guttun, sondern dem ganzen Land. Die von euch, die mit mir den langen politischen Weg in den letzten 20 Jahren gegangen sind, kennen mich als jemand, der eine klare Haltung hat und keinen Konflikt aus dem Weg geht, aber immer im besten Interesse aller handelt. Verantwortung beweist sich, indem man bereit ist, über die eigenen unmittelbaren Interessen hinaus zu handeln. Daher will ich im Bundestag auch der Vertreter aller sächsischen Bündnisgrünen und unserer Wählerinnen sein. Für die Jungen und die Alten, für die Lausitz und das Vogtland, genauso wie für Connewitz, die Dresdner Neustadt oder den Kassberg. Für gebürtige Sächsinnen, Westdeutsche oder Migranten, für Frau, Mann oder divers und für all eure Themen und Anliegen, aus welchem Politikfeld sie auch immer kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, unseren aufstrebenden grünen Weg in den letzten 20 Jahren zu begleiten, war mir immer ein Herzensanliegen. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch so viel zu tun. Eure starke grüne Stimme in Berlin zu sein, um den bitter benötigten Wandel hin zu einer sozial-ökologischen Gesellschaft zu gestalten, wäre mir eine Ehre. Jede Zeit hat ihre Farbe. Mit euch gemeinsam möchte ich dieses Jahrzehnt zu unserer Zeit machen. Und 2021 fangen wir gemeinsam damit an, denn alles ist drin. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen.